Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von World of Tanks. Der Swigger und ich sitzen heute mal in E25. Moin. Moin. Wir sind hier auf Ruinberg. Wir sind Top-Tier, was auch nicht schwer ist bei angepasstem Matchmaking, aber naja, wir hätten es auch mit Achtern zu tun haben können. Und wir haben uns den E25 ausgesucht, weil wir den doch endlich jetzt mal vernünftig fahren wollen können würden. Lernen tun. Und ja, irgendwie ist es jetzt mal an der Zeit, dass mal mit dem Panzer ein bisschen was geht. Auf anderen TDs ein bisschen Erfahrung sammeln können. Ach, ich, das soll in der Bosch warten, umgesetzt werden. Ja. Im oder hinterm. Oder hintern. Hinterm Busch. Oh, guck dir das an, wie sie alle in die Stadt fahren. Wie sie sich wasten da hinten, diese Vollungs. Du müsstest es deswegen. Siehst du schon was? Ich hab schon auf was geschossen, ja. Frechheit. Du hast schon was gekillt, du Streber. Ja. Muss ich mir hier Mauern wegschießen, damit ich auf den Panzer schießen kann. Höre ich da Gemecker und Geweine? Ja, ein bisschen. Aber das ist doch der Standardton, oder nicht? Ja. Habe ich wirklich keinen Zaun mehr vor mir, glaube ich. Komm raus da. Komm raus da. Da, los, da, los, da, los, da, los. Da, da, da. Vernichter 311. Wer was? Da vorne fährt Vernichter. 311. Achso, einer von uns. Dann ist ja gut. Alles in Ordnung. So geht das. So geidert. Was ist denn da bitte zwischen mir und dem gegnerischen Panzer? Weiß es nicht. Ach komm. Bin ich froh, dass ich so viel Munition dabei habe. Wenn ich so weiter bin ich mal angefallen. Nee. Jetzt ist da nichts mehr, was die aufmacht. Müssen wir selber machen, oder? Ich hoffe nicht. Sieht ganz so aus. Der Joma hat geschrieben, ich soll meine Mausempfindlichkeit, wenn ich ranzoome, nicht ganz so feinfühlig machen. Ach stimmt, das hat er mir rumzuppeln. Hat er mir, glaube ich, auch mal gesagt. Ich habe es bis heute nicht umgesetzt. Ja, und ich weiß gar nicht. Ich muss gleich mal gucken, wo man das überhaupt umsetzt. Na, hast du was gekriegt? Ja. Na, rollt da was links? Ja, ich müsste hier aus dem Busch raus, ne? Um darauf zu schießen. Busch. Oh. Unser Munitionslager wurde getroffen. Nee. Heulsusen, also es. Kämpfst du jetzt mit deiner Besatzung? Ja, die sollen sich nicht so anstellen. Weißt du, dass sie nicht echt sind, ne? Deine vielleicht nicht, meine schon. Ah. Und hast du mit einem Therapeut schon mal darüber gesprochen? Der ist nicht echt. Der Therapeut. Hast du den Therapeut schon mal gesagt? Mein Therapeut. Hm.
genau. Ach, du kurfst hier in der Gegend rum? Ja, ich wurde hier beschossen. Ja, ja. Genau, geh mal spotten. Tu mal was für dein Geld. Ich denke da tatsächlich gerade drüber nach. Ein paar Mal. Hielt's auch in meine Richtung. Ja. Da ist ein Krömmel. Ja. Ich kann nichts sehen vom E25. Wieder hier hin zurück oder Christen. Ja, ja. Außer ich bounce mal. Ja, das. Okay, der andere ist abgehauen. Ne, hier fahre ich jetzt nicht lang. Bei wie viel bist du denn? Zwei Abschüsse. Ja, das kann ich sehen. Ich meine den Schaden. Knapp 1700. Nicht schlecht. Ja, durch den E25 gerade quasi alles verdoppelt. Okay, der kann nicht mehr viel gehabt haben, als ich ihn gekillt habe. Ne, so 20, 30, glaube ich. Ja. War die erste gute Runde mit dem E25. Hatte. Sieht auch nicht schlecht aus, deine 1947. Oh. Ich habe mal gerade noch nicht mal 800. Ja, aber fast. Ja, erbärmlich. Wir hängen eine Runde ran, ja? Ja. Ja, hängen wir, testen wir, versuchen wir. Wahrscheinlich werden wir uns jetzt einfach schön ins Fettnäpfchen setzen. Nee, wie heißt das? In die Nessel setzen? Ja. Glaube ich. Denke ich. Was soll's, ne? Ist ja egal. Jetzt haben wir einen Achter. Dankeschön. Ich kann da nichts für, das warst du. Ich kann da gar nichts für. Du hast gesagt, hängen wir eins dran und dann passiert sowas immer. Du bist schuld. Schulde. Du bist einmal immer mehr schuld als ich. Das kann gar nicht sein. Wo fahren wir denn hin? Jetzt hätte ich fast eine Ansage gemacht. Ich weiß nicht, kennst du den Kletterweg da hoch? Nee, ne? Nee. Ich auch nicht. Ja, ne? Ich werde hier links fahren und gucken, ob ich da irgendwie mithelfen kann. Ja. Ich hätte wirklich gerne Hupe. Ja. Hätte ich wirklich gerne. Kommt man hier irgendwie so hoch? Nee, ne? Also außer mit ganz viel Karacho vielleicht. Caramba, Karacho, ein Whisky. Caramba, Karacho, ein Gin. Da willst du stehen bleiben. Wolltest du hier lieber stehen, oder was? Nö. Was machst du mich hier so blöd von der Seite an? Ich fahre doch Mauern kaputt, das ist hier mein Job. Ja, jeder braucht eine sinnlose Aufgabe. Das ist wahr. Und sie auch immer wieder. Ja, ich fühle mich gerade ein bisschen nutzlos. Ich weiß echt nicht, wo ich hin soll.
das Problem ist, dass wir hier an der Stelle ein bisschen wenig Panzer haben, meiner Meinung nach. Und dass die da gleich wahrscheinlich kläglich versagen werden. Und dann holen die mich einfach. Okay, ich habe mich getäuscht. Halten wir fest, Gravom hat sich getäuscht. Auch nichts Neues. Das muss wie kaum ein Abpraller. Da versuchen wir mal, das Kettenrad zu erwischen. Ich fahre einfach mal unseren Typ 64 hinterher. So ein kleines Stück. Fahr doch mal den Typ 64 hinterher. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt was Gutes ist oder nicht. Bisschen Aggro spielen, weißt du? Ja, bei den gut gepanzerten Fahrzeugen, die wir hier spielen. Ja. Verdammte Axt. Verdammte Axt. Boah, nee. Im 44 komme ich nicht. Aha, aha, geil. Erzähl, lass mich teilhaben. Moment, ich habe Ärger. Ich versuche dir zu helfen. Ich bin tot. Ich hatte eine Su-122-44 auf der Seite liegen, als der Typ 64 dir gerade helfen wollte. Das wäre nett gewesen. Bin ich von der eigenen Art, was ich da gerade. Nix von abgekriegt, oder wie? Es war noch ein IKV da, der hat mich dann abgeschossen. Ja, trotzdem auch ganz gut Schaden aus. Aber die Situation fand ich lustig gerade. Haben sie ihn wieder aufgerichtet? Ja. Hatte ich anfangs gar nicht gereilt. Ich dachte irgendwie, da sitzt ein Panzer jetzt im Boden drin, reingebackt oder so. Richtschützen getötet. Und die Kanone ist krumm. Ach. War vorher schon nicht gerade. Capture sie. Okay. Toll. Nix abgekriegt, ja. Ja. Ähnliches Ergebnis wie eben. Ja. Achso, aber ich habe wieder die Medaille für zweimal Arti. Wie für zweimal Arti? Dann gibt's doch die Pasucci-Medaille. Die Pucci-Pucci-Medaille. Die, ja. Pucci-Pucci. Pucci-Pucci-Pucci-Pucci. Ja, wunderbar. Macht Spaß, das Ding. Sollten wir öfter fahren, würde ich sagen. Ja. Bin ich jetzt auch für. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.